Ich würde gerne einfach zu den Ursprüngen zurückkehren und einfach wissen, wann hat das angefangen mit dem Fotografieren? Wieso? Was hat dich dazu gebracht? Und wie bist du auch einfach so dabei geblieben? So? Also ich habe irgendwie angefangen, also als ich meine Ausbildung als Fotograf Anfang der 80er Jahre aus Berlin begonnen habe, war überhaupt nicht die Idee dahinter, damit eines Tages irgendwann in meinen Bildern durch die Welt zu reisen. Ich habe diese Ausbildung gemacht und wusste nicht, warum eigentlich. Quando ho cominciato il mio apprendistato di fotografia negli anni 80, non avevo mai pensato che avrei viaggiato con i miei quadri, con le mie foto. Ich glaube, dass dann es so Mitte der Anfang 1984 hatte ich dann schon tatsächlich meine erste Ausstellung. Aber no, aspetta, nell'84 avevo già la mia prima esposizione, allora non so quando. Aber es gab zwischenlang natürlich ein paar Jahre meiner Arbeit mit Leuten am Prenzlauer Berg in Berlin, aus Berlin, die einer anderen Szene angehörten, einer kreativen Szene. Ja. Ma c'era questo tempo a Prenzlauer Berg, dove c'era questa scena diversa, creativa, che faceva delle cose diverse, a cui ero avvicinato. Ich glaube, wir hatten alle ein ähnliches Lebensgefühl, was unangepasst dieser Situation in einer Diktatur zu leben war. Noi avevamo questa cosa in comune di essere non non conforme a una dittatura come quella in cui vivevamo. Es war die Punk- und die New Wave-Zeit. Era il tempo del Punk e New Wave. Und es war natürlich auch nicht durch diese geteilte Stadt aufzuhalten, dass ein Teil dieses Lebensgefühls auch bei uns ankam. E questo senso della vita, quel sentimento che noi sentivamo era il tempo del punk e new wave, che anche se la città era divisa comunque traboccava nella nostra parte e ci faceva condividere quello che c'era al momento, che per noi era essere diversi. So wurde meine Kamera zum Stilmittel, eines handwerklichen Könns und zum Stilmittel ein Lebensgefühl festzuhalten. Era così la macchina fotografica è diventata sia un mezzo künstlerisches Mittel, il mezzo artistico e allo stesso tempo Stilmittel. Sì, un mezzo di stile per esprimere il mio stile. Und das war dann, ich vergesse dann mal, denn um mein Lebensgefühl, unser Lebensgefühl festzuhalten, dem des Andersseins. E anche per fissare o per immortalizzare il modo, in questo modo e senso di vivere che avevamo, di captarlo in immagini. Als dann das aufhörte, als der Mauerfall war, Wie war dann irgendwie auch eine Phase als Fotograf, die dann dadurch auch beeinflusst wurde? Ja. Also bei mir war der Einfluss dann nach den ersten paar Jahren des Mauerfalls so stark, dass ich auch aufgehört habe zu fotografieren. E la caduta del muro per lui ha avuto un effetto di era così forte che lui ha veramente smesso di fotografare per un paio di anni. Ich habe nicht ganz aufgehört zu leben. Non ha smesso di vivere, però fotografare sì. Deswegen war diese Zeit rückblickend als ein Teil meiner Biografie. Ja, ich glaube, es waren 5 Jahre ohne Kamera. Ich habe die nicht vermisst und ich habe über diesen Weg. Ich habe damals gedacht, ich brauche die Kamera auch nie wieder eigentlich. In questi 5 anni dove non ha toccato la macchina fotografica, non gli ha neanche mancato. Lui ha vissuto tutta un'altra vita e
pensava addirittura sì, non lo tocco mai più, non lo faccio mai più. Era proprio una cosa finita come. Era una cosa chiusa, finita. Ich glaube, dass ich über diesen Weg dann auch eine neue Identität, oder nicht eine neue Identität, sondern eine neue, ich glaube, das ist so schwer heute zu erklären, dass ich dieser Osten, also für jemanden zu erklären, der die Situation nicht kennt, also... È difficile spiegare quella situazione dell'Est. Es war schwer, Freiheit zu erlernen. Era per così dire, era difficile imparare la libertà, vivere in libertà. Ich merke das tatsächlich manchmal auch heute noch, also wenn ich, als ich nach Israel gereist bin mit meinen Bildern. L'ho notato anche quando sono andato, quando viaggio con le mie foto, quando siamo andati in Israele, ad esempio. Dass ich so weit weg von Berlin, von meinem Gefühl von Heimat. Così lontano da Berlino, dal mio sentirmi a casa, nella mia patria, nella mia Heimat. Mir schwerfällt so erstmal auch mit Freiheit umzugehen, dass ich da so anfange in kleinen Schritten das Leben für mich neu zu erkunden. Ho delle difficoltà, faccio un po' fatica a vivere questa libertà in posti nuovi e faccio piccoli passi ritrovarmi in questa nuova realtà che è una nuova libertà anche. È difficile da spiegare per uno che non ha vissuto questa situazione. Denke, wenn da Sachen arbeiten, also jetzt auch Freiheit, die ja selbstverständlich sein sollte, Libertà dovrebbe essere una cosa scontata. Dass ein auch nicht selbstverständliche Sachen auch immer, ist es mein Gefühl, ein Stück dankbarer bleiben lassen oder so. Jetzt, nach 25 Jahren oder noch länger mit meinen Bildern durch die Welt zu reisen, war immer eine komplette Illusion und ein Traum in den 18. C'è un senso di immensa gratitudine. Di viaggiare adesso con i miei quadri, le mie immagini, perché all'epoca era oltre che un sogno, non era neanche quasi inconcepito. Wir saßen manchmal, also so oft gab es Abende, Tage in Ost-Berlin, die wir so gesponnen haben, stell mal vor. C'erano delle serate quando eravamo seduti e ci facevamo i film. Ich fahre mit meinen Bildern irgendwo hin und ich werde vom Flughafen abgeholt. Io vado con le mie foto da qualche parte e mi vengono a prendere all'aeroporto. Und vor ein paar Jahren, das war auf dem Weg nach Stockholm. Un paio di anni fa andando a Stoccolma. Das war wie ein Déjà-vu. Also era come un Déjà-vu. Und als ich auf einmal dachte und in die verschneite Winterlandschaft so ein bisschen dunkelromantisch schaute und dachte, ey wow, ich bin tatsächlich jetzt auf dem Weg nach, ich werde abgeholt, meine Bilder sind schon da und ich werde heute Abend nach Ausland. Und dieses Gefühl begleitet mich, also ob in Torino oder nach New York, das ist ein tolles Gefühl. Questa sensazione era la sera, io vedevo questa paesaggio di meraviglioso, incantato con la neve, i miei quadri erano già lì e questa sensazione che ho sia qua lì a Stoccolma, qua a Torino, a New York, questa gratitudine è sempre, c'è sempre e anche sempre, nuovamente sempre nuovo. Bringt er natürlich auch irgendwie, glaube ich. Ich weiß gar nicht, vielleicht kennst du das Gefühl auch, dass so ein älter Mann wird, vielleicht auch immer so ein Stück mehr Sentimentalität angegleitet. Non so, forse lo conosci anche te, che uno diventando più, lui dice vecchio, io dico maturo, che uno diventa un po' più sentimentale. Ich hatte gestern Abend hier in der Preview auf dem Friedhof draußen eine Begegnung mit zwei Frauen, die... Ieri sera avevo un incontro alla preview con due donne. Die
die sich bedankt haben für, für die Emotionen, mit denen sie jetzt nach Hause fahren. Per le emozioni con cui tornano a casa. Nachdem sie meine Bilder gesehen haben. Dopo che hanno visto i miei quadri. Natürlich in Zusammenhang mit diesem tollen Ort oder mit dem Palazzo, mit hier und mit der Arbeit. Chiaramente il posto e tutto insieme anche la collaborazione con Palazzo Paesana aiuta tanto anche. Die Arbeit der Kuratoren. Es ist natürlich ein Gesamtkonzept, aber die beiden waren echt total gerührt. Also die hatten wirklich. Erano veramente commosse quelle due. Das ist halt so. Das berührt mich dann natürlich. E chiaramente mi commuove anche a me. Weil ich bin hunderte Kilometer von zu Hause und es schauen sich Menschen die Bilder an und die. Sono centinaia di chilometri via da casa, la gente si guarda le mie immagini. Das ist so. Wo man das Gefühl hat, man ist ein Stück angekommen, ja. Dove hai la sensazione, sì, penso che sono un po' arrivato. Mm-hmm. Ja, also ich denke, dass ich diese Freiheit im Geiste, ob in der Diktatur, in den 80er Jahren Ostberlins oder mir bis heute bewahrt habe, mit dem zu tun, was ich will. Penso che mi sono mantenuto la mia libertà personale, individuale, sia o la libertà del Geist, dello spirito o della mente mia, sia nei anni 80 che anche oggi. Una sfida anni fa. 1900. Wie lange angefangen? Wieder angefangen? Wie lange angefangen? 99, so kurz vor. 99, prima, poco prima del Capo. Also mittlerweile dann wieder 15 Jahre, also die Zeit. Sono già, già di nuovo 15 anni, sì. Ist dann auch als Abschnitt viel länger als die Zeit 82 bis 89 in Ostberlin. Chiaramente questi 15 anni sono. Molto di più dei 4-5 anni dall'89 al sì. 4, però è così. Also es gab diesen Anlass eigentlich nur, dass wir haben damals in dem Vorgängerclub vom Berghain gearbeitet, das hieß Ostgut und es war irgendwann zu Ende und wir hatten an den Wochenenden Zeit. Das ist jetzt so der äußerliche Anlass. Okay, l'incentivo esterno era che era la chiusura del Ostgut, che era il precursore del Berghain, del club berlinese, che era all'epoca si chiamava Ostgut, ed era il giorno della chiusura e eravamo tutti lì. Und ich habe mich wieder auf die Wege gemacht, irgendwie durch. Ich hatte damals meinen heutigen Assistenten Jan, der auf dem Beerdigungsfoto in Anführungsstrichen heißt. Mit dem bin ich wieder durch die Stadt gelaufen und der hat mich inspiriert. Mi sono fatto un giro con Jan, e quel uomo che nella creatività, quell'immagine che è anche il mio assistente, e siamo fatti un giro per la città a piedi come al solito. Es war die richtige Zeit, wieder weiterzumachen. Era il tempo giusto per continuare. Für mich war die Zeit eigentlich auch nahtlos an. Ich hatte nicht das Gefühl, ich muss irgendwas wieder üben, sondern es ging mit dieser Pause auch trotzdem so weiter, wie ich aufgehört habe. Nur natürlich in eine neue Richtung. Eine Richtung in Form von, dass ich vielleicht meine Fotografie ein Stück weit verändert, auch halt in der Inszenierung oder das oder die Zeit. So ein bisschen verworren, oder? Okay. Versuch nochmal. Sì, e lui mi ha ispirato a riprenderlo. Sì, la concomitanza della chiusura del Ostgut. Noi che ci facciamo il giro e lui fa, ma senti perché ci conoscevamo già da mo'. E poi riprendere a fotografare non era come un cambio, era come riprendere una cosa che. Come se non fosse stato neanche questa pausa.
chiaramente c'è stato un cambiamento, non so come dire, sì, forse nell'approccio, nella qualità neanche, però sì, un altro stile forse della sceneggiatura, forse dell'immagine, però sì, era come una continuazione di una cosa che doveva essere ripresa. Sì. Oh, damals hast du mit deiner Kamera eine Szene festgehalten. Sollte immer noch sein. È ancora così. Ich wollte noch eine andere Szene. Adesso è la scena diversa. Aber es ist halt, also mehr, es ist natürlich ein komplett anderer Zeitgeist. C'è il Zeitgeist, Das provato, finde ich. è diverso, è il spirito del tempo, chiaramente è diverso da come era una volta, però la scena per lui è, sì, è la stessa, nell'essenza, nella sua essenza la scena è ancora la stessa. Vielleicht auch mal in der Bildsprache ein Bildaufbau, was ja sehr Forse klassisch, della sehr traditionell, schwarz-weiß, analog aber trotzdem ist es 2014 und nicht mehr 87. chiaramente c'è la composizione, la sceneggiatura dei quadri, il bianco-nero analogo. Sì, ma abbiamo il 2014 e non più il 1987. Qualcosa sì è cambiato, però qualcosa rimane. Ich würde so ein Foto, wie jetzt hinter uns ist, mit der Frau über dem Grab, heute nicht mehr machen. Allora, una foto come la foto qua dietro di noi, una donna su un sarcofago, non lo farebbe più. Ich mag das Foto total. A me piace tantissimo la foto. Aber es ist für mich eine wirklich anderer Zyklus meiner Arbeit. Ma è veramente un ciclo diverso del mio lavoro. Okay. Wenn du eine Rezension über diese Ausstellung schreiben müsstest, was Okay. würdest du sagen, jemand, was er hier zu sehen kriegt? Warum ist es vielleicht interessant, sich mal das Das ist anzugucken? eine ganz schwierige Frage auf jeden Questa Fall. è una difficile, sì. Aber natürlich sind schon beide Orte in ihrer Gegensätzlichkeit und in der, wie die Kuratoren es ausgearbeitet haben, wo welche Bilder hängen, was zu welchen Sachen passt. Es ist natürlich auch eine unbedingte Zusammenarbeit von Turin und Berlin, also mit meinen Arbeiten und mit den Leuten, die hier zu Hause sind, die hier leben. Ich glaube, was da passiert im Austausch für den Betrachter, ist, glaube ich, irgendwie ganz spannend. Allora, già la scelta di due posti espositivi, due sedi espositivi, poi la scelta delle immagini in ogni posto, con la loro differenza e diversità, poi con la concomitanza di questa data molto importante, i 25 anni, il contatto fra Berlino e Torino che incomincia a riavvivarsi, è un tutto insieme che vedo una cosa molto interessante, molto eccitante, sì. Das ist für mich eine neue Erfahrung auch gewesen. Wir haben natürlich Ideen der Kuratoren sind bei mir angekommen. Wir haben uns darüber ausgetauscht. Das sind Vorschläge, die auch fast immer gleich so übernommen wurden. Es gab vielleicht ein, zwei Abweichungen in der Bildauswahl, die ich nicht wollte. Ansonsten habe ich alles aus der Hand gegeben. Hier mit dem Aufbau, das ist für mich auch eine komplett neue Situation. È una cosa che per me era completamente nuova, è che abbiamo fatto la scelta delle immagini, sì, così, abbiamo cambiato una o due immagini, però per il resto io ho dato via tutte le mie immagini alla cieca e questa è una cosa che non ho mai fatto prima e per me è anche molto nuova.
un modo molto nuovo di lavorare, perché mi sono fidato è venuto fuori una cosa bellissima. Das hat natürlich was mit Vertrauen zu tun. Che una cosa ha a che fare con la Was fiducia aber wunderbar funktioniert hat, eigentlich e ha gestern. funzionato meravigliosamente. Fragst du Bergmann, warum wollen die Leute ins Bergheim rein? Was ist das, was zuckt? Das muss man vielleicht die Leute aber fragen. Aber ich denke, Sagen wir, vielleicht gibt es eine Gente, che vuole. Also, ich denke, es ist natürlich wirklich dieser Ort und auch nach 10 Jahren, der in sich natürlich wächst und sich verändert. Es ist ein Ort des Feierns und es ist auch nur eine Disco-Tür, die aufgeht und die Leute strömen rein. Und natürlich müssen all die Sachen stimmen: das Line-up, die Atmosphäre. Ich glaube, dass dem Haus gelungen ist und auch immer noch einen Ort zu belassen mit seiner Seele und den Zeitgeist trotzdem dazu zu packen. Und der Ort ist nicht tot renoviert und ich glaube, dass das in Kombination mit Musik und tollen Gästen den Ort ausmacht. La cosa è un insieme di tanti fattori. Uno, che lo staff praticamente del posto hanno creato e sono riusciti a mantenere un livello di alto e di selezione per fare un posto per fare festa, bella festa, non avendo ristrutturato il posto fino alla morte e continuando a cambiare perché tutto è in cambio e allo stesso tempo però tutti i componenti sono solidi dalla struttura al line-up, alle luci, alla musica, tutto insieme fa sì che è una cosa dove la gente Ich glaube, dass si può sfogare, perché alla fine della fiera una porta di una discoteca che si apre, tu vai dentro, hai un bel tempo. E questo è quello che conta. glaube, sich darauf einzulassen und nicht hinzugehen, nur um zu schauen, was ist es eigentlich, sondern ein Teil davon zu werden, von sich auf Raum und Zeit hinter sich zu lassen. Wenn einem das gelingt, dann kann man, glaube ich, eine ganz gute Zeit verleben. Forse il segreto è che se uno è in grado, se uno viene solo per vedere cosa c'è lì, mentre non so se perde l'esperienza di se uno è in grado di entrare e lasciare dietro spazio-tempo e essere lì e goderselo, penso che può avere una bella serata. Quante ore durano? Ich sag, na, wenn diese Augenblicke, wenn die Leute nicht wirklich 48 Stunden im Laden verschluckt sind, dann bekomme ich es auch noch mit, meinst du, dass die gehen? Chiaramente ogni tanto quando vedo che la gente, ok, sono stati inghiottiti dal club per 48 ore, sì, ogni tanto li vedo anche uscire. Gibt es natürlich auch mal Leute, die rauskommen und sagen, also wo man merkt von der Energie, dass es denen nicht gefallen hat, dass die dachten, also wo wir natürlich auch überlegen, das war natürlich auch eine Fehlentscheidung, die eigentlich reinzulassen, aber das ist ja Komfort, weil das gehört zum Job. E chiaramente ci sono anche quelli che escono dove vedi, loro non è piaciuto, e dove noi chiaramente ci chiediamo, oh, abbiamo fatto una scelta sbagliata perché non era il loro posto. Perciò è un continuo indagine di scelta anche perché non è che il pubblico viene a consumare, il pubblico è partecipe della festa. E quello penso è quello che fa la differenza.